So, warte mal, bis der Zug weg ist. Ich will heute über Motivation reden. Das habe ich ja schon mal gemacht. Und zwar Motivation im Sinne davon, dass Motivation uns hilft, auf die Beine zu kommen, etwas Neues zu starten, irgendwelche Dinge zu ändern im Leben. Aber Motivation ist nicht das, was uns bei der Stange hält. Und ich rede jetzt von bei der Stange halten nicht im spirituellen Sinne, das, was uns bei der Stange hält, tiefgehend in uns selbst zu bleiben und unseren Frieden und unsere Liebe, unseres wahren Ich, unseres Herzens quasi auszuleben, sondern ich rede jetzt von der Oberfläche, von dem, dass wir dann tun, wenn wir unser Innerstes gefunden haben, wenn wir tief in uns wissen, dass uns nichts an der Oberfläche umwerfen kann, oder wenn es uns umwirft, dass immer noch das Ewige in uns ist, das sich nicht ändert, egal was außen passiert. Und ich rede jetzt von diesen äußerlichen Dingen, wenn man im Äußeren etwas erschaffen will oder etwas schaffen will, womit man dann im Prinzip auch spielt. Also, dass man spielerisch angeht. Aber selbst wenn man etwas spielerisch angeht, ist es manchmal schwierig, da dran zu bleiben. Und die Motivation ist das, was uns am Anfang hilft, dran zu bleiben. Aber die guten oder schlechten Angewohnheiten sind das, was uns dann bei der Stange hält oder eben uns versagen lässt, in Anführungszeichen. Also die Motivation tut uns so den ersten Schub geben, aber die verfliegt relativ schnell und die meisten Leute denken dann, ich war doch so motiviert und sind dann wieder am Ground Zero und fangen dann wieder von vorne an. Denken, wie oft habe ich schon versucht, mal lang beim Training dabei zu bleiben oder mal richtig etwas anderes in meinem Leben zu ändern, was mich wirklich stört oder irgendetwas, was ich erreichen wollte. Wie oft habe ich das schon angepackt und war motiviert und die Motivation war dann plötzlich weg und ich bin wieder in die alten Gewohnheiten verfallen. Man sagt es also schon selber, man benutzt das Wort Gewohnheiten oder Angewohnheiten ja schon selber dabei, aber man erkennt nicht, dass die Angewohnheiten das sind, das einen daran hindert, am Ziel anzukommen. Und Angewohnheiten hat jeder von uns. Angewohnheiten lassen uns selbst, lassen uns selbst komfortabel fühlen. Also sie lassen das, was uns unangenehm ist, außen vor und tun uns quasi den Komfort, die Komfortabilität, den Komfort, ja, in uns aufsteigen lassen, indem wir einfach Dinge tun, die wir gewohnt sind zu tun. Simples Beispiel: Sitzplatz in Unisälen oder in Seminarräumen oder im Bus oder in der Bahn. Wir wählen immer Plätze, die wir kennen oder auf die wir uns häufig oder fast immer setzen, wenn es denn möglich ist. Und das machen wir, obwohl wir die freie Platzwahl haben. Und das machen wir deshalb, weil wir uns da wohlfühlen. Und diese Angewohnheiten haben also einen ganz massiven Einfluss auf unser Leben und auf Dinge, die wir tun, auch langfristig gesehen. Wenn man sich zum Beispiel jeden Morgen die Zähne putzt und dann irgendwann lässt man es mal 2 Tage sein, dann fühlt man sich komisch, angewidert von sich selbst und so weiter. Also es ist sehr elementar, dass man Angewohnheiten etabliert, die einem weiterhelfen. Und Angewohnheiten ausmerzt oder umschreibt, die einem nicht weiterhelfen. Und jetzt darf man natürlich das nicht in Stein meißeln. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel etwas tut, das einem in der jetzigen Lebenssituation hilft, zum Beispiel jeden Tag rausgeht oder zum Beispiel jeden Tag meditiert und man ist jetzt in einer Lebenssituation, wo das einfach nicht mehr so reinpasst oder nicht mehr jeden Tag reinpasst oder in einer Lebenssituation, in der man das umändert, indem man zum Beispiel die Art der Meditation ändert oder indem man nicht mehr zu Fuß rausgeht, sondern mit dem Fahrrad rausgeht oder einfach sich sportlich aktiv, also in einen Verein geht und das ersetzt dadurch. Das heißt, man darf dann nicht denken, die Angewohnheit muss jetzt so beibehalten bleiben. Wenn der Lebensumstand sich ändert, kann auch ruhig die Gewohnheit angepasst werden oder verändert oder komplett ausgemerzt werden. Wichtig ist zu erkennen, was schlechte Angewohnheiten sind. Wir haben sehr, sehr viel schlechte Angewohnheiten, die wir bisher immer so gemacht haben, die uns davon abhalten, irgendwelche Ziele zu erreichen. Und diese Angewohnheiten zu erkennen und ein bisschen mit Druck andere Angewohnheiten zu etablieren. Das heißt, Dinge einfach strikt zu tun, so lange, bis es zu einer Angewohnheit geworden ist. Und am besten die Angewohnheiten etablieren, die entgegengesetzt der schlechten Angewohnheiten sind. Damit werden die schlechten Angewohnheiten
automatisch ausgemerzt. Das heißt, das Gegenteil der schlechten Angewohnheit einfach als gute Angewohnheit etablieren, indem man es sich quasi ein paar Wochen reinhämmert und dann schauen, wie diese neue Angewohnheit sich auf das Endziel dann längerfristig auswirkt. Man darf nicht so streng mit sich sein, man sollte natürlich schauen, dass man dann nicht denkt, oh mein Gott, jetzt habe ich die Angewohnheit mal sausen lassen, jetzt wird mein ganzes Ziel in Frage gestellt. Das ist natürlich Quatsch, weil wir spielen immer noch an der Oberfläche mit diesen Dingen. Die haben nichts mit dem wahren Ich, mit dem tiefen Innersten zu tun, das immer da ist und das immer bei dir bleibt und das dir auch von außen nicht genommen werden kann. Aber Angewohnheiten, also in Englisch Habits, sind sehr wichtig, um gewisse Dinge zu erreichen. Und die meisten Leute wissen das nicht. Die meisten Leute denken, ich muss nur motiviert sein, vergessen aber, dass die Angewohnheiten einfach tief drin sitzen und man jeden Tag diese Angewohnheiten einfach oft auch unbewusst ausführt und die einfach gegen dieses Ziel arbeiten. Und man dann einfach nicht ankommt, man fragt sich, warum komme ich eigentlich nicht an? Also das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.